Marc hat es eben gesagt, ich soll mich konzentrieren. Das tue ich jetzt, denn wir haben eine neue Ausgabe von Sag los. Heute am 6. April, 19 Uhr. Herzlich willkommen zur 112. Ausgabe, Sascha, zur... Ich habe das... Normalerweise ist hier die Wabe. Ihr wisst doch, dieses sechseckige Ding. Und dann steckt ja der Sascha drin. Jetzt sehe ich weder die Wabe noch sie... Aber Marc, du bist schon hinter der Kamera, oder? Marc? Ich bin da. Ah, oh, das ist ja schön. Marc, herzlich willkommen. Tröstet mich, da bin ich so ganz allein. Sag mal, wo ist denn hier Sascha und seine Wabe? Ich habe keine Ahnung. Oh, das ist ja eigenartig. Wir sind doch eigentlich... Sind wir verabredet? So, in diesem Zusammenhang, Marc, wo ist denn Alex? Alex ist auch nicht da, habe ich auch noch nicht gesehen. Hey Leute, so kann ich nicht arbeiten. Was ist das denn? Wir haben heute Sendung. Sag bloß, ne? Vielleicht haben wir ja Urlaub. Ist ja Ostern. Ach so, ja, das kann natürlich sein. Ja, aber hätte ich ja gern gewusst. Es sei denn, ich habe es gewusst und ich habe es vergessen. Ach du Liebe. Das Marc, möchte ich nicht ausschließen. Nein, ich auch nicht. Kommt mit meinem Alter, seid ihr froh, wenn ihr überhaupt morgens aufsteht. Jetzt ist natürlich die Frage, Marc, wenn die beiden nicht da sind, haben wir denn überhaupt irgendwelche Programmpunkte? Ich habe nichts. Da muss ich mir eben angestrengt nachdenken. Doch, heute habe ich noch was gemacht. Ich habe ein neues Bilderrätsel. Marc, und wenn wir ein neues haben, dann haben wir doch auch das alte, meinst du nicht? Ich bin mir ziemlich sicher, ich kram mal raus. Au ja, kram doch mal ein bisschen und ich versuche uns zu erinnern. Die letzte Straßengeschichte von Sascha, das war doch so ein tolles Ding. Wisst ihr noch, es ging um diesen Rüte, um Rothenburgs ersten Ehrenbürger der Stadt. Wir hatten die Rütestraße, wir waren im Ratssaal, wisst ihr noch? Und dann waren wir noch, jetzt weiß ich das Bilderrätsel, wir waren am Heimathaus, am sogenannten Schlossberg. Jetzt weiß ich's und wenn der Marc fündig ist, dann hat er jetzt die Lösung des letzten Bilderrätsels gefunden. Marc, hast du es da? Ja. Hinein damit! Oh, Kinder, 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 das ist ja aufregend. Ich bin ja, also ich meine, ich bin ja gern spontan, lass mich überraschen. Aber lieber positiv überraschen. Also lieber zweimal ein Sascha als gar kein Sascha. Und Alex, richtig, die ist in Urlaub gefahren. Vielleicht bringt sie uns eine Außenreportage mit. Marc, das bedeutet aber, wir haben keine Außenreportage? Nein. Lässt sich jetzt auch eben aus dem Ärmel schütteln, ne? Aber doch, das eine zumindest haben wir. Ich habe ja heute noch was fotografiert. Leute, es ist ja so schönes Frühlingswetter. Und kurz vor Ostern, das ist wirklich gut getimt. Also, wenn euch danach ist, geht gern mal spazieren an die frische Luft. Die Sonne scheint, bisschen Kraft tanken, bisschen Zuversicht und gute Laune. Und bei der Gelegenheit habe ich heute ein Foto gemacht. Oder mehrere. Und ich schlage vor, Marc, daraus machen wir jetzt ein neues Bilderrätsel. Ich schlage vor, wir werfen mal das erste Bilderrätsel auf den Bildschirm. So, das erste Bilderrätsel. Nicht ganz einfach. Herrlich grün, aber in dieser Jahreszeit ist so vieles grün. Was ist das? Weil wir heute ja nur so eine Sendung machen, die so ein bisschen improvisiert ist. Ihr seht ja, Sascha ist nicht da. Alex liegt nicht auf dem Sofa. Ich verstehe die Welt nicht. Marc ist wenigstens an der Kamera. Dann machen wir so eine Notsendung. Besser als nichts. Ach Mensch, Marc, wenn ich mich an die letzten Ostersendungen erinnere. Was haben wir zum Thema Ostern alles gemacht, wisst ihr noch? Wir waren auf dem Glockenturm und wir haben uns von Osterinseln erzählt lassen und wir haben über Ostersüßigkeiten gesprochen. Da bin ich ja wenigstens vorbereitet. Diese beiden Jungs habe ich vor dem Verderben gerettet. Ich komme gerade aus dem Laden, dem kleinen Laden 2.0, ihr wisst schon, in der Cafeteria. Da gibt es ja Süßigkeiten und da gibt es eine ganze Horde von diesen hier. Zwei Farben, einmal blau und einmal rosa. Reicht für zwei Leute, für Marc und für mich. Die anderen müssen zugucken und die ganz anderen sollen sich selber süße Gedanken machen. Ja, vor allen Dingen habe ich ein gutes Gefühl, wenn ich diese Hasen kaufe, denn da steht drauf Fair Trade. Oh, das ist was für Schlaue. Marc, du bist so schlau. Was bedeutet Fair Trade? Das bedeutet, dass es fair heißt ja sowas wie gerecht. Ja. Und Trade heißt handeln. Das heißt, es ist so gehandelt, dass alle was davon haben. Okay. Angeblich.
also ihr werdet es nicht erkennen können, aber da gibt es hier so einen Aufkleber mit einer blauen und mit einem grünen Zeichen, Fairtrade, Englisch, fair gehandelt, gerecht gehandelt. Also das hat wahrscheinlich mit den Produkten zu tun, wo sie herkommen, der Transport ist gesund, keine Ahnung. Die Bauern kriegen was ab. Die Bauern kriegen was ab. Naja, die sollen doch wenigstens die Ohren von diesem Hasen kriegen. Den Rest esse ich dann schon selber. Ich glaube, ernsthaft könnten wir auf das Thema tatsächlich später noch mal eingehen. Wir wollen es nur krachen lassen. Morgen ist Karfreitag. Ihr wisst schon, was da passiert ist. In der Bibel steht alles drin. Aber dann kommt das Wunder, die Auferstehung. Und das ist dann Ostern. Ein ganz, ganz hohes kirchliches Fest. Und dafür haben wir uns heute zumindest vorbereitet. Ich hoffe, ihr seid auch bestens versorgt mit Süßem. Vielleicht habt ihr sogar eure Häuser geschmückt mit bunten Eiern. Macht man ja auch. Ach, was hatten wir damals alles gedreht und gedreht. Wir wollen es nicht nochmal zeigen. Aber das zweite Bilderrätsel, das zeigen wir jetzt doch. Und ich kann verraten, es hat wirklich tatsächlich auch mit dieser Notsendung zu tun. Vielleicht erkennt ihr es im zweiten Foto. Marc, schmeiß da nochmal auf den Plan. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich die Dinger sehe, dann läuft mir das Wasser im Munde zusammen. Jungs, ihr müsst ganz tapfer sein, aber dafür seid ihr produziert. Noch lächeln sie, sie ahnen nichts. Mehr haben wir wirklich nicht. Alex ist immer noch in Urlaub. Ich gucke ja auf die Uhr, kann ja sein, dass sie gerade braun gebrannt mit dem Koffer ins Studio kommt. Ich bin's wieder, ich hab einen Film. Da können wir länger warten. Und Sascha, ja, der ist einfach... Der hat heute, stimmt, der hat einen ganz anderen Arbeitstag heute, der steht uns gar nicht zur Verfügung. Deshalb meine Frage, Marc, haben wir denn wenigstens irgendwie Musik auf Lager, die passt? Ja, haben wir. Magst du ein bisschen mehr plaudern? Was erwartet uns? Ja, mein Lieblingslied, das von einem Osterhasen handelt, und zwar von einem Hasen, der Stups heißt. Oh, ist ja entzückend. Na gut. Stups, der kleine Osterhase. Ach, ist doch wundervoll. Dich. Dann wollen wir das gleich hören. Stups, der kleine Osterhase. Wir sprechen von zwei kleinen Osterhasen. Irgendwo passt es mit aller Gewalt. Zwei Bilderrätsel habt ihr gesehen. Jetzt die Ankündigung. Und dann, hoffe ich, sind wir wirklich alle wieder beieinander. Donnerstag, 20. April, 19 Uhr. In voller Besetzung, mit vollem Programm, einer mega Außenreportage. Und wehe, Alex, die kommt nicht rüber. Dann... bleiben wir einfach mal zu Hause. Ist ein Witz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Der obligatorische Abspann, den spare ich mir. Ihr wisst, wie es funktioniert. Wenn ihr Lust habt, sendet uns doch ein paar Ostergrüße. Die kommen jedenfalls von Marc und von mir. Alles Gute für euch. Kommt gut durch die Tage. Und jetzt Gesa und Jobst aus dem Archiv. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Frohe Ostern. Frohe Ostern.
Kleine Abenteuer sind mir nicht mehr ganz geheuer.